Und willkommen zu einer neuen Folge Fallout 3. Wir sprechen gerade mit Dr. Zimmer, der uns den Auftrag gegeben hat, einen Androiden zu finden, der geflohen ist. Die kommen nämlich aus dem Commonwealth. Bam, bam, bam. Und ich sage jetzt mal, ich muss jetzt genau wissen, womit es Mutti zu tun hat. Jetzt sagen Sie Mutti mal, mit was ich es genau zu tun habe. Was genau ist denn jetzt ein Android? Vergessen Sie einfach alles, was Sie über Roboter wissen. Ja. Diese Blecheimer sind Kinderspielzeug im Vergleich zu meinem Androiden. Androiden haben künstliche Haut, künstliches Blut und simulieren menschliches Verhalten, wie etwa das Atmen. Sie können sogar essen und verdauen. Warum denn verdauen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Außer sie kriegen dadurch wirklich Energie, dann ist das ziemlich cool. Ich bin mit Star Trek das nächste Jahrhundert aufgewachsen, Dr. Zimmer. Ich bin mit Data quasi im Kinderbett groß geworden. Also, wo fange ich an? Wie ich schon sagte, ich vermute, dass er eine Gesichtsrekonstruktion und eventuell auch eine Gedächtnislöschung erhalten hat. Durchsuchen Sie die Büros der Ärzte und Techniker nach Hinweisen. Wenn Sie Kontakt mit dem Androiden hatten, gibt es vielleicht Aufzeichnungen. Beginnen Sie mit Dr. Preston. Er wohnt auf diesem undichten Boot. Vielleicht weiß er ja etwas. Schließlich ist er ein Doktor. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich bin gerade sehr damit beschäftigt, meine Umgebung zu ignorieren. Warum hat dieser verirrte Roboter ein anderes Gesicht und ein anderes Hirn? Vielleicht ist er nicht fortgegangen, sondern ausgebrochen. Vielleicht hat er seine Lage missverstanden und ist gewissermaßen geflüchtet. Es ist möglich, dass mein Androide sein früheres Leben vergessen wollte. Alle Erinnerungen und Schuld auslöschen. Glauben, er sei ein echter Mensch. Er ist kein gewöhnlicher Roboter, aber auch kein Mensch. Selbst wenn er das unbedingt sein will. Ich habe ihn geschaffen und will ihn wiederhaben. Also, warum sollte ein Androide Schuldgefühle haben? Was verschweigen Sie mir? Ich weiß nicht, wann jemals von Schuldgefühlen die Rede war. Vielleicht wollte er sein früheres Leben vergessen, weil es traumatisch war, in Sklaverei zu leben. Aber ich frage mal, Schuldgefühle? Androiden? Hä? Mein Gott, Sie sind genauso nervtötend wie intelligent. Hä? Na gut, ich werde Ihnen sagen, was Sie wissen möchten, wenn es Ihnen bei der Suche hilft. Die Aufgabe dieser speziellen Einheit war das Auffinden und Sichern entflohener Androiden. Ich verstehe. Ja, auch andere Androiden sind geflohen. Einer der Nebeneffekte einer so ausgefeilten KI ist, dass die Maschinen anfangen, eigenständig zu denken und zu glauben. Sie hätten Rechte. Deswegen kann es sein, dass der Androide glaubt, er hätte etwas Unrechtes, Unmoralisches getan und diese Taten vergessen wollte. Zufrieden? Zufrieden wäre ich, wenn dir vielleicht auch klar werden würde, dass du was Unmoralisches und Ungerechtes getan hast, indem du um Fühlen des intelligentes Wesen erschaffst, das du dann versklavst, das du als dein Eigentum betrachtest und dem du keine Individualität zustehst, obwohl sie ganz offensichtlich vorhanden ist. Dann wäre ich zufrieden. Aber ich schätze mal, die Antwortmöglichkeit habe ich nicht. Okay, er ist geflohen. Okay, warum? Warum sind Sie hinter ihm her? Warum der ganze Aufwand? Dieser spezielle Androide, Bezeichnung A321, ist anders. Besonders. Der fortschrittlichste synthetische Humanoide, den ich je entwickelt habe. Die anderen, wie mein Begleiter Armitage hier, sind ältere Modelle. Einfach zu replizieren. Aber der A321, das würde Jahre dauern. Sie sehen also, ich muss diesen Androiden finden. Die Verluste aller anderen sind zu verschmerzen. Aber der A321 ist einfach unersetzlich.
erzähl mir was über das Commonwealth. Das Commonwealth selbst ist nur ein vom Krieg zerfressener Sumpf aus Verzweiflung und Gewalt. Hinter den verschlossenen Türen des Instituts jedoch. Aber das Institut geht sie nichts an. Ihr unterentwickelter Verstand ist nicht ansatzweise in der Lage zu begreifen, was wir erreicht haben. Naja. Kennst du zufällig die Geschichte von Rivet City? Ich gehe nicht davon aus, aber ich bin verzweifelt. Keiner, der hier wohnt, hat irgendwie Ahnung von diesem Ort. Sieht aus, als wäre hier irgendwann mal ein Riesendampfer auf Grund gelaufen und von Wilden besiedelt worden. Geschichtsstunde beendet. Ja, okay. Damit hat er zumindest recht. Auf Wiedersehen, Mr. Zimmer. Ganz recht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich den. Ja, ich verstehe es auch nicht. Hermitage! Das ist nah genug. Lassen Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Anna Holt. Hallo. Wie geht's? Ich suche meinen Vater. Hören Sie, einige von uns versuchen hier zu arbeiten. Es gab in letzter Zeit schon genug Unterbrechungen. Jeder, der hier durchkommt, muss an Dr. Lee vorbei. Warum gehen Sie nicht einfach ihr damit auf die Nerven? Was wissen Sie über Zimmer? Er stammt aus dem Norden und prahlt immer damit, wie großartig es dort oben doch sei. Die haben den Schuss nicht gehört. Die sind noch nicht mal imstande, auf ihre Roboter aufzupassen. Ist Dr. Lee so schlau, wie man sagt? Sie steckt fast oh. Ihr locker in die Tasche. Aber das heißt nicht viel. Ich sehe eine Wackelkopfpuppe. Ja, ich muss gehen. Tschüss. Tschüss. Darf ich das hier klauen, bitte? Braucht ihr nicht mehr, oder? Man braucht ein kluges Köpfchen, um zu erkennen, dass es immer etwas zu lernen gibt. Intelligenz dauerhaft um 1 erhöht. Was glaube ich? Ich hatte sowieso 10, oder? Hatte ich sowieso 10? Ich weiß es nicht. Deswegen erhöht man seine Attribute auch nur auf 9. Aber ist egal. Ich find's okay. Ich find's gut. Danke. Dr. Lee. Der Zutritt zu diesem Bereich ist verboten. Ich bin es wirklich leid, das immer wieder sagen zu müssen. Vielleicht solltet ihr ein Schild aufstellen. Sie sind das. Meine Güte, Sie sehen ihm so ähnlich. Ich weiß, Elvis. Sie sind die Tochter von James. Ach so. Was machen Sie hier? Sie kennen meinen Vater? Haben Sie ihn gesehen? Aber ja, natürlich habe ich ihn gesehen. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Doch. James hat Ihnen wohl nie von mir erzählt. Nein. Typisch. Ich bin Dr. Madison Lee. Vor vielen Jahren habe ich mit Ihrem Vater zusammengearbeitet. Und auch mit Ihrer Mutter. Das wäre ein Twist, wenn sie die Mutter wäre. Das war alles sehr anstrengend. Ihr Vater kreuzte plötzlich hier auf, nachdem er so lange weg war. Sie müssen verstehen, dass wir haben alles hinter uns gelassen. Das Projekt Purity, unsere Arbeit. Wir sind darüber hinweg. Nur Ihr Vater nicht. Haben Sie meinen Vater gesehen? Heißt das, dass Sie sich noch nicht mit ihm getroffen haben? Ich hatte angenommen, dass er Sie hergeschickt hat. Sollten Sie nicht sowieso in einer Vault sein? James sagte, dass er sie dort zurückgelassen hatte. Der Arsch. Na, nachdem er irgendwie riesen Alarm ausgelöst hat, ich wäre fast erschossen worden. Und jetzt habe ich die Vault verlassen und suche ihn. Ach ja? Mein Eindruck war, dass das genau das Gegenteil von dem ist, was er wollte. Naja, hier werden Sie ihn nicht finden. Er war hier und ist schon wieder weg. Dann wollte er also, dass kein Alarm ausgelöst wird und ich andere erschieße. Oder fast erschieße. Ich hab viele andere erschossen schon bis jetzt. Also, wissen Sie, wohin er gegangen ist? Ihr Vater bestand darauf, am Projekt Purity weiterzuarbeiten. Ich habe ihm gesagt, dass zu viel Zeit verstrichen ist und es nicht funktionieren wird. Aber natürlich hat er nicht auf mich gehört. Sagte, er kann beweisen, dass es funktioniert und ist zum alten Labor aufgebrochen. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Wo ist das alte Labor? Das wäre zum Beispiel eine echt gute Information. Es ist im alten Jefferson Memorial Gebäude, nordwestlich von hier. Bitte, folgen Sie ihm nicht. Es war dumm von ihm, sich überhaupt alleine auf den Weg dorthin zu machen. Wo ist er jetzt? Ach so, das hat sie schon gesagt. Ach so, ich kann nochmal nachfragen. Erzählen Sie mir mehr über meine Eltern. Sicher kann ich Ihnen von Ihren Eltern erzählen. Ich habe lang mit Ihnen zusammengearbeitet, bis Ihre Mutter starb und Ihr Vater uns verließ. Was möchten Sie noch wissen? Ich würde gerne wissen, warum ich Paprika heiße. Ist es irgendwie ein Running Gag unter euch gewesen oder wie kommt man auf den Namen? Das würde ich gern wissen, aber die Dialogoption gibt es nicht, weil ich mir den Namen ausgedacht habe. Man müsste mich fragen, aber nicht mal ich kenne die Antwort.
Paprika. Aber ich finde das ein guter Name. Ich finde wirklich das ein cooler Name. Paprika. Ich finde das ein lustiger, schöner, amüsanter, toller Name. Also, wie war mein Vater damals? James. Er war sehr engagiert. Wollte die Welt verändern. Naja, das wollten wir damals wohl alle. Er konzentrierte sich nur auf zwei Dinge. Auf den Erfolg des Projekts Purity und auf ihre Mutter. Als ihre Mutter starb, gab er auf, denke ich. Ich weiß, dass er auch sein Kind beschützen wollte. Aber irgendwie war es auch eine Flucht. Trotzdem hat er es anscheinend nie ganz verdaut. Ich bin ziemlich schockiert, dass er es nach all der Zeit nochmal versuchen will. Ich habe meine Mutter nie kennengelernt. Na, theoretisch ganz kurz und 9 Monate vorher mehr oder weniger. Aber erzählen Sie mir was über die. Die Alte. Naja, ihre Mutter war eine gute Frau. Eine engagierte Wissenschaftlerin. Ihr Vater hat sie sehr geliebt. Ihr Tod hat alle schwer getroffen. Sie hatte sich so auf ihre Geburt gefreut. Dann stirbt sie dabei. Das ist zynisch. Warum ist meine Mutter gestorben eigentlich? Was soll denn der Scheiß? Habt ihr hier überhaupt keine irgendwie... Was soll denn das? Es gab Komplikationen bei der Geburt. Niemand hatte es erwartet. Wir waren nicht optimal darauf vorbereitet. Aha. Sie müssen verstehen. Wir hatten nur alte, heruntergekommene Geräte. Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand. Ich verstehe. Ich bin sicher, es wurde nichts unversucht gelassen. Ja, das sage ich jetzt. Man kann es eh nicht mehr ändern. Ja, nur... Leider war es nicht genug. Offensichtlich. Okay. Also, können Sie mir vielleicht helfen? Hören Sie, ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe nicht die notwendigen Mittel, um James' idiotische Absichten oder Ihre Suche nach ihm zu unterstützen. Tut mir leid. Kommen Sie schon. Sie müssen doch irgendwas für mich tun können. Ich bin den ganzen Weg hierher gekommen. Ich bin so weit durch radioaktives Wasser gemanscht. Ich habe, wissen Sie eigentlich, wie es in DC drin aussieht? Bruderschaft Supermutanten. Ich habe den Radiosender wiederhergestellt. Bitte. Ein paar Stimpacks kann ich schon abgeben. Ist nicht viel, aber vielleicht wird es dadurch einfacher für Sie. Danke. Erzählen Sie mir was von sich, Dr. Lee. Was? Naja, was soll ich Ihnen da erzählen? Ihr Vater und ich, wir arbeiteten lange Zeit zusammen. Ich glaube, wir standen kurz vor unserem Ziel. Aber dann gab es Komplikationen. Das Projekt wurde aufgegeben und Ihr Vater verschwand. Ich bin hierher nach River City zurückgekehrt und habe das Labor eingerichtet, das Sie hier sehen. Cool. Cool Story, Sis. Project Purity. Was geht? Wir nannten es Projekt Purity. Was genau möchten Sie wissen? Alles. Alles. Was sollte das Ganze? Was war der Zweck? Wir hatten wirklich ein ganz einfaches Ziel. Frisches, sauberes Wasser für alle. So eine simple Idee. Und doch unmöglich zu realisieren. Unser Plan war der Bau einer Anlage, die das ganze Wasser im Tidebecken auf einmal reinigen kann. Keine Strahlung, kein Schlamm. Nur sauberes Wasser. Es stellte sich nur als schwieriger heraus, als wir gedacht hatten. Und warum hat es nicht funktioniert? Was war das Problem? Das Prinzip funktionierte schon. Wir verstanden den Großteil der zugrunde liegenden Technik. Leider ist in der Gegend wirklich alles verstrahlt. Mit kleineren Tests hatten wir bereits Erfolg. Aber sobald wir die Tests in größerem Umfang durchführten, funktionierte es nicht mehr. Vielleicht, wenn wir mehr Zeit oder eine bessere Ausrüstung gehabt hätten. Und warum dann abbrechen gleich das Ganze? Was ist passiert? Sie wurden geboren. Dammit. Aber es ging nicht nur um Sie. Wir hatten sowieso schon zu viele Probleme. Und Ihre Geburt brachte das fast dann zum Überlaufen. Na toll. Ihr Vater entschied, dass Sie wichtiger als unsere Arbeit waren und ging. Er hat uns alle verlassen. Als er weg war, entschied die Bruderschaft, dass wir ihre Zeit nicht mehr wert waren. Ohne ihren Schutz mussten wir den Aufbereiter aufgeben. Das ist alles meine Schuld. Ich will über was anderes reden. Okay. Und zwar über das Labor. Schön haben sie es hier. Was machen sie so den ganzen Tag? Das ist das Forschungslabor von Rivet City. Ach. Es hat viele Jahre gedauert, um es einzurichten, aber wir haben es geschafft. Cool. Unsere Forschung im Bereich der tragbaren Fusionsenergie und der Hydroponik schreitet ganz gut voran, wenn auch nicht ganz nach Zeitplan.
Was wissen Sie über diesen Zimmer aus diesem Institut, aus diesem Commonwealth? Hat er Sie darauf angesetzt, seinen Spielzeug-Androiden zu suchen? Ich habe ihm schon gesagt, er soll es lassen. Er lenkt mein ganzes Team ab. Aber ich bin nicht dein Team, ist doch okay. Und Rivet City, Geschichte. Her damit. Rivet City ist eine der wenigen zivilisierten Bastionen im Land. Wir wollen unsere Gesellschaft neu aufbauen, um die Welt wieder bewohnbar zu machen. Cool. Und die Geschichte so dieser Stadt? Ich kann Ihnen alles über das Forschungslabor erzählen. Doch auch wenn ich von Anfang an dabei war, weiß ich nicht wirklich viel über die Entstehung. Es scheint alles schon Ewigkeiten her zu sein. Und leider hatte ich in den frühen Jahren unheimlich viel um die Ohren. Ich finde es fast ein bisschen mysteriös, dass niemand weiß, wo die Stadt so genau hergekommen ist. Ist es irgendwas mit Aliens oder Geistern oder sowas? Ist die vom Himmel gefallen? Aus der Hölle aufgestiegen? Auf Wiedersehen. Viel Glück bei der Suche nach Ihrem Vater. Danke. Viel Glück bei was auch immer Sie hier machen. Hallo. Haben Sie schon... Hallo, Grazza. Bitte entschuldigen Sie mich. Es gibt viel zu tun. Aha. Was machen Sie hier? Ich helfe Dr. Lee, wenn Geräte verstellt werden müssen. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich helfe nur mit den schweren Sachen. Cool. Ja, Dr. Lee. Alles neu kalibriert. Chenis Kaplinski. Sie haben diese Kisten wieder auf die Kabel gestellt. Die Kisten müssen woanders hin. Sonst gibt es im System einen Kurzschluss. Alle reden. Bis heute Abend sind sie weg. Es ist sehr zart. Was für ein Gemüse. Ich will das Gemüse sehen. Warte mal, stehen bleiben. Ich heiße Janice Kaplinski und ich bin die Chefbotanikerin. Cool. Was brauchen Sie? Gemüse. Ich suche meinen Papa. Ich habe gesehen, wie ein Mann mit Dr. Lee gesprochen hat. Aber ich sollte nicht darüber reden. Sie hat bereits schlechte Laune und ich möchte sie nicht noch mehr reizen. Sie sollten vielleicht einfach mit ihr darüber sprechen. Habe ich schon. Was wissen Sie über Zimmer? Was ich weiß, außer der Tatsache, dass er ein egoistischer, arroganter und überheblicher Dreckskerl ist? Nichts. Er stammt aus dem Commonwealth und sucht so einen speziellen Roboter. Ich muss zugeben, dass mich das interessiert, aber ich habe zu tun. Rivet City Geschichte, wie sieht's da aus? Wenn es nichts mit dem Wissenschaftlerviertel zu tun hat, kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Und Dr. Lee hat viel zu tun. Sie darf nicht gestört werden. Tschüss. Auf Wiedersehen. Hallo, Henry Young. Ich habe zu tun. Ich muss jede Menge Reparaturen machen. Gut, ich habe auch zu tun. Gemüse. Frische Äpfel, frische Karotten, frische Birne, frische Kartoffel. Mehr frische Kartoffel, frische Kaffeetasse. Ich gehe zur Arbeit. Unterbrechen Sie sofort Ihre Arbeit. Hä? Ich habe etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Was? Gibt es das Wörtchen Nein im Commonwealth nicht? Es bedeutet keine Chance. Aha. Der Roboter ist jetzt nicht das Wichtigste. Das ist nicht einfach nur ein Roboter. Gut. Ihr Androide oder was auch immer ändert nichts daran, dass ich sehr beschäftigt bin. Könnten Sie es bitte sein lassen und mich arbeiten lassen? Ich kam auf dieses Leckeboot in der Absicht, Sie um Hilfe zu bitten. Ich hatte gehofft, die Leute vom Projekt Purity würden mir mehr entgegenkommen. Hat er gesagt, Leckerboot? Leckerbötchen. Bin ich auf das Leckerbötchen gekommen? Kann den Dialekt leider nicht nachmachen. Bin ich auf das Leckerbötchen gekommen? Dachte ich, finde ich meinen Androiden. Aber habe ich nichts gefunden. Nur der Project Purity. Und der war nicht sehr hilfreich. Ich fahr. Ciao. Bis morgen. Ciao. Macht's gut. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, schaut doch bitte auf patreon.com/lsbr vorbei, wo ihr den Kanal schon mit einem kleinen Betrag im Monat unterstützen könnt. Und schon ab einem Dollar erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Let's Plays nur für Patreons. Danke und ciao.